Dieses Video wird unterstützt von spielenxxl.de. Retro-Style-Games direkt im Browser spielen. Kobolde flohen über das Wasser in Richtung der unterirdischen Grotten, wo der Hexenmeister mit einer schädlichen Mixtur die Schätze der Erde vergiftete. Ja, also wir mussten jetzt... Wir brauchten das Witzebuch, um dann den... Mit der... Aber wir haben ja... Oder wie auch, jetzt haben wir jedenfalls noch die Schleuder. Gehen wir erstmal hier raus. Da hier... So, was ist denn das hier? Eine leere Tasche. Es war einmal eine karierte Reisetasche. Die kann man doch bestimmt verzaubern in ein Gummihuhn mit Karabinerhaken in der Mitte oder so ähnlich. Nee. Kann hier nicht hochgehen irgendwie. Auch nicht. Dann vielleicht Boxen. Vogel verzaubern ja nur. Wo? Wo muss ich denn klicken? Nicht zu nah an den Zauberer hier. Gut, im Moment ist er... Ah, da! Okay. Und dann zaubern wir das Seil weg. Oder boxen es weg. Und Hagen sagt, die Tasche unter den hinteren Ausstoß des Tiers. Versetzen wir sie noch ein bisschen. Jetzt ist sie... Hä? Ich lasse sie jetzt mal da stehen. Hinteren Abschluss des Tiers, hat der Hagen gesagt. Also wir haben ja auch noch die Schleuder. Was, das Spiel hat Mitleid mit mir, 48K-Assembler, das halte ich ja für ein Gerücht. Schleuder auf das Seil schießen, dann probieren wir das doch mal. Mit Moonwalk zurück. So. Okay, jetzt ist das Seil runtergefallen. Kann ich das jetzt heimlich nehmen? Das wäre jetzt auch sowas, ich hätte im letzten Level die Schleuder auch da lassen können. Dann wäre das jetzt nicht gut gewesen. So. Hallo, Landi. Ja, der hat ja keine Augen. Also, guck nur nach vorne. So, Schnur. Und jetzt benutzen wir die Schnur. Was kocht der fiese Zauberer? Der vergiftet die Erde, weil er es kann.
Okay, er versucht das Seil nach oben zu schmeißen. Dann ziehen wir doch mal hier, schmeißen wir es doch mal hoch und bleibt das da hängen? Nee. Vielleicht da hochgehen? Hänsel und Gretel. Ja, wir müssen den Zauberer irgendwie in den... Wir müssen den Zauberer irgendwie in den Kessel kriegen. So, kann ich jetzt hier irgendwas mit dem Seil machen? Ja, der kann ja klettern. Vielleicht muss er woanders klettern. Sack dem Zauberer über den Kopf stülpen. Ich gucke erstmal, ob ich das Seil hier nochmal abschießen und wieder mitnehmen kann. Vielleicht kann man das ja an mehreren Stellen. Den Sack. Was das Seil da hinten bringt, ist mir jetzt noch nicht klar, aber ich sehe auch nicht viele andere Stellen, wo es gut hinpassen würde. Vielleicht Sack mit Schnur. Sack unter das Seil und reinklettern. Klingt vollkommen absurd, aber ich meine, das heißt ja nichts. Ne, jetzt steht er da wieder. Ist der Zauberer verschüttet auffangen? Vielleicht, wenn wir den Sack mit dem Delfin benutzen, die leere Tasche. Und der Delfin kann dann... Nee, dann stellt er es da wieder hin. Schleuder. Okay, jetzt ist er im Kessel. Okay.
Das ist eine Spinne. Jetzt boxen wir die Spinne. Ne, jetzt ist eine Spinne Spinne. Das ist jetzt hier quasi der Abspann. So, fühlt sich so ein bisschen so an. Mit vereinten Kräften. Okay, das war's nicht. Ha! Aber bis dahin sah es doch schon mal irgendwie gut aus. Ja, sag mal. Marcello, was machst du so? Abhängen. So, also, wir müssen erstmal. Da zaubern. Hagemann, ich soll meine Energizer trinken, aber der ist schon leer. Ich versuch's mal mit Wasser. Ja, ist nur noch eine halbe Stunde. So, jetzt holen wir erstmal das Seil. So, der Sack da hinten, das war doch irgendwie schon gar nicht schlecht. So, das Seil holen. Dann zubinden. Ja, wäre eine Variante. Ich überlege jetzt. Ich kann ja mal die Schnur da hinlegen. Ich werde dann mal zwischendurch speichern. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen Probiererei. So, Schnur. Dann speichern. Okay. Ah, Nighthawk meint, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe, war schon gut, okay. Kämpfer mit dem Sack tauschen, sagt Hagen. Ah, das klingt doch, das klingt Indiana Jones mäßig. Okay. Oh, Lukas, mach's gut. Schleuder hinlegen. Dann nehmen wir die Schnur. Wo war denn jetzt die? Ach, da ist die Schnur. Und hängen die auf. Hm.
Eieieiei. La 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 la. Jetzt hängt's. Okay. Dann nehmen wir den Sack. Einmal Schildkröte boxen. Oh, Nighthawk waren vor, hier geht es gleich um Timing, okay. Ach, da komme ich. Ah ja, da komme ich nicht hin. Deswegen muss ich jetzt das Seil hochklettern. Dafür war das Seil. Okay. Dann kann ich nämlich jetzt boxen. Speichern, ja. Kann ich jetzt die leere Tasche da? Nein. Vielleicht, wenn ich sie dahin stelle. Tasche und Kämpfe. Ja, das habe ich ja probiert. Wenn ich die hier miteinander benutze, dann läuft er in der Gegend rum und zeigt da hinten die Tasche. Schleudertasche, dann nehmen wir mal hier die Schleuder noch parat. Wir stellen den in Position. Stellen den in Position, dann nochmal speichern und dann bin ich mal gespannt. Also, Magie anwenden, umschalten auf den anderen, den... Hallo? 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 Ist abgestürzt oder was? Kann nichts mehr. Gut, dass wir gespeichert haben. Dann versuchen wir es erstmal mit der Schleuder.
Na toll. Dann müssen wir den Sack doch da unten hinstellen. Okay. Schleuder nehmen. Was? Ich würde sporadisch auf Hagen hören. Das glaube ich mal. Das können wir doch mal grundsätzlich. So. Jetzt kommen sie wieder raus. Okay. Dann muss ich da den runterstellen. Aber bis dahin war doch schon mal ganz gut. So, jetzt schießen wir den erstmal frei. Na, dann die Tasche da unten hinstellen. Die Schnur nicht vergessen, sagt Gruft 2 Jack. Aber die kann ich ja nicht mehr mitnehmen. Die hängt da ja jetzt. Oder kann ich die noch nehmen? Ich glaube nicht. Unterschießen habe ich vorhin auch schon mal probiert mit der Schnur. Gut, wir speichern noch mal an der Stelle. So, zaubern. Umstellen auf den anderen. Sack nehmen. Volle Tasche. Jetzt habe ich eine volle Tasche mit Spinnen drin. Benutze die jetzt mit dem Seil. Nee, jetzt freuen sie sich. Kochen. Ja. Und jetzt? Nee, das war's, oder? Ich höre keine Musik. Also jetzt wird gefeiert. Wir sind da oben auf dem Dings. Ich glaube, wir haben gewonnen. Also oben auf den Zinnen wird Musik gespielt. Unten pumpt er den Reifen auf. Da ist der Zauberer in der Flasche, der sich beschwert. Sie werfen den Hut. Und der Reifen wird immer noch aufgepumpt. Ein Kind wedelt mit Fähnchen, ein anderes winkt und applaudiert. Und da wird der Stier oder was das auch ist, angeschubst. Also, ich bin ja hier immer vorsichtig, aber ich glaube, wir haben gewonnen, oder? Oder? Kann jemand bestätigen, dass das das Ende ist?
Also ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben den König geheilt. Und ja, Night Hawk sagt, ja, Ende. Genau, so, wir haben den, sehr schön. Wir haben den König geheilt. Wir haben den bösen Hexenmeister zur Strecke gebracht und zur Schnecke gemacht, hätte ich fast gesagt. Nein, zur Spinne gemacht und gefangen genommen. Und das Königreich ist wieder sicher. Ja, bis dann im zweiten Teil das nächste Abenteuer ansteht. Aber das machen wir dann ein anderes Mal. So, Fazit. Ich finde die Grafik super. Ist sehr süß gemacht. Die Animationen sind super. Da passiert noch was. Da ist schwarz geworden. Lädt er jetzt was oder hat er nur einfach jetzt keinen Bock mehr? Können wir beobachten das mal. Das mit dem Puzzeln und sowas finde ich eigentlich auch nicht schlecht, aber sie sind halt, also ich mag ja Absurdität, aber die sind ja zum Teil sowas von ganz absurd. Also ich mag es ja, wenn man eine Aufgabe gestellt bekommt und dann findet man einen verrückten Weg, um diese Aufgabe zu lösen. Aber in vielen Levels war gar nicht klar, was die Aufgabe ist. Und das macht es dann irgendwie anstrengend. Und also Logik, ich glaube, beim zweiten Teil ist das besser geworden. Ich meinte, der zweite Teil hätte dann auch bessere Bewertungen bekommen. Ja, aber das, wie gesagt, das schauen wir uns dann ein anderes Mal an. Habe ich neue graue Haare bekommen von dem Spiel? Wahrscheinlich, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Vielen Dank an die rege Unterstützung im Twitch-Chat, weil das hätte ich, glaube ich, alleine nicht hinbekommen. 68K Assembler sagt, beim nächsten Mal spielt Dennis und alle anderen stehen herum und geben Tipps. Ja. Und Draftex sagt genau richtig, bin total erledigt. So, die Soundeffekte, ich fand sie okay, aber sie waren halt etwas wenig und immer dasselbe Geschreien ist dann irgendwann anstrengend. Bisschen Musik oder so wäre nicht schlecht gewesen. Dass eine Hotspot-Anzeige hätte geholfen. Das Interface war nicht so genau, es war ein bisschen hakelig. Also grundsätzlich hat das Spiel Potenzial, aber es ist einfach, es war irgendwie anstrengend, das Ganze zu spielen. So, dann bin ich mal gespannt, wie es euch gefallen hat. Ich bitte um Kommentare im Live-Chat und dann auch gerne Kommentare bei YouTube, wenn ihr euch das jetzt angeschaut habt. Sagt mal, wie es euch gefallen hat und habt ihr das damals gespielt und habt ihr es durchbekommen oder vielleicht auch dann mit Komplettlösung, weil wer soll das denn schaffen, ohne irgendeinen Tipp, also und ohne Levelcodes und überhaupt. Nexia sagt, was ein Mist. Draftex sagt, ich fand es süß. Turmbutter sagt, knuffelig. Und Marcello sagt, Dennis ist bei einem Spiel um 5 Jahre gealtert. Genau, nette Grafik, viel Try and Error und Glück. Ja. Und Draconian sagt, niedlich, zu ruhig und die Story war verworren. Ich glaube, das fasst es doch ganz gut zusammen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ad Astra. Hagen soll die Frau sprechen. Was? Hier. Nein. Hagen macht die Frauenstimmen. Nein. Ich kenne genau. Der zieht das durch von den alten Frauen, junge Frauen, dicke Frauen, dünne Frauen und alte Männer, junge Männer. Das hat der Dennis alles drauf.